wieder zurück? Tja, ich fürchte, ich habe keine Arbeit für dich. Oh, ein alter Pilot, den ich vor Jahren im Vorox-Nebel getroffen habe. Der Imperator hat nach dem Fastun-Angriff sein Schiff abgeschossen. Hey, irgendwie siehst du ihm ähnlich. Wie klein das Universum ist. Ich sag dir was, Kumpel. Du bekommst diesen Synthenoiden kostenlos. Mir langt schon dieses Biest, das auf meiner Schulter rumlungert. Leider nicht. Bedank dich bei den Drophyden. Die haben alle verjagt. Aber falls du mal auf Sargasso bist, habe ich bestimmt Arbeit für dich. Achtung Bürger, du hast unerlaubt die Lava-Raffinerie von Rükan 5 betreten. Ein Drophyden-Arrestkommando ist schon unterwegs. Einen Beschleunigungsschub. Alarmiert den Imperator! Herr Lombax verschafft sich mit einem Kreiselrad Zutritt zu den Lava-Raffinerien. Sofort eliminieren! Die Koordinaten führen zu einer der Felsinseln in Sektor 4. Von dort kommt ein seltsames Hitzesignal. Viel zu kühl für die Mitte eines Lavalochs. Ich fasse es nicht, dass Lombax Geheimnis existiert wirklich. Wir sehen uns dort. Wärmesignatur. Ist wohl ein alter Bunker. Was bedeuten diese Symbole? Lombax lesen kannst du wohl auch nicht. Entschuldige. Da steht, Kragmitenstürme zu bezwingen, mit diesem Rätsel kann gelingen. Du reistest weit, doch hier wird klar, es ohne Schweif vergeblich war. Da bist du ja wieder, Lombax. Ich hoffe, deine lange Reise hat sich gelohnt. Geheimnis aller Zeiten ist ein leeres Labor auf Rükan 5. Oh, oh, seht mal hier! Das ist ein alter Holofilm-Projektor! Auf den Dingern haben wir alle Lance und Jens Folgen geschaut! Glückwunsch, Soldat! Das Zentrum für weiterführende Lombax-Forschung hat Sie als Beta-Tester für die größte Erfindung der Lombax-Geschichte erwählt. Den Dimensionator! Geschaffen von den größten Denkern der Lombax-Geschichte ist der ergonomische Dimensionator der Höhepunkt dreier aktorianischer Forschungszyklen. Jetzt, mit Ihrer Hilfe, wird endlich die Herrscherschaft der Kragmiten beendet. Aber bevor Sie anfangen, hier zunächst die wichtigsten Sicherheitshinweise. Bei Schwangerschaft, Herzkrankheiten oder Allergien gegen interdimensionales Reisen suchen Sie bitte vor dem Einsatz des Dimensionators einen Arzt auf. Werden Sie irrtümlich in die Dimension der zanifarischen Todeswiesel geworbt, bewahren Sie Ruhe und verwenden Sie das Pfefferspray aus dem Beta-Testkoffer. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Dimensionator eine Singularität herstellt und die Struktur des Universums zerreißt, melden Sie dies umgehend als ABAC dem Programmierer.
Nach dieser Einweisung melden Sie sich bitte bei unserer Testanlage auf Sargasso für ein Praxistraining und den Einsatz. Viel Glück und auf Wiedersehen vom Zentrum für weiterführende Lombax-Forschung. Die Waffe zur Vaporisierung der Kragmiten war ein Hut. Ach Quatsch, kein Lombax würde etwas derart Albernes erfinden. Ach, wirklich? Und dein Nuklear-Raketenschlitten, dein Antimaterie-Badehelfer, nicht zu vergessen deine Elektroschock-Unterwäsche vom letzten Herbst. Stromtangas, war ein echter Verkaufsschlager. Leute, ihr überseht hier das Wichtigste. Interdimensional. Da steckt noch mehr dahinter. Los, wir müssen zu dieser Testanlage auf Sargasso. Koordinaten des Planeten Sargasso erhalten. Hey Ratchet, ich flicke Kronk und Cypher und wir treffen uns dann auf Sargasso. Zum Glück wissen Tachyons Streitkräfte nichts von Sargasso. Andererseits, ja, sagen wir einfach, dass dort möglicherweise größere Probleme auf uns warten. Gehen Sie zu einer Schießerei, mein Herr. Oh, hallo, mein Freund. Diese Startplattformen haben keinen Saft mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Dieser Dekodierer kann sie zum Laufen bringen. Ich gebe ihn nie aus der Hand, außer... Lass mich raten. Wir besorgen mehr Leviathan-Seelen. Oh, er ist ein ganz schlauer. Oh! Bitte erzähl es niemandem, wir transportieren Phosphoramiden für die Kerschu. Damit verscheuchen sie die Tumphoiden von den Gelfabriken. Neben den Krakemiten sind die Kerschus die gemeinsten Gesellen in der langen Geschichte der Galaxie. Sie können super Dinge bauen, bringen aber jeden Außenseiter um, der ihr Territorium betritt. Außer meiner Wenigkeit, natürlich. Vom Planeten Yasindu im Praxissektor. Ich würde da an deiner Stelle aber nicht hin. Ratchet, hier spricht Tell. Es gibt kein Weg im Universum, das nicht hoch allergisch gegen Gas ist. Ich melde mich, sobald wir näher kommen. Du willst doch nicht in dieser Apogee enden. Als ich ihn das letzte Mal sah, flog er Richtung Kershaw City. Ich bin ihm gefolgt, um ihm Zündkabel anzudrehen, aber er ist einfach verschwunden. Das ist erstmal alles. Aber hier hast du eine kleine Belohnung für deine Mühen. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Aufgerüstet! Wird erledigt.
Gesagt, getan. Mehr Seelen. Erinnere mich daran, diesen Papagei das nächste Mal zu erwürgen. Zeit wieder, mein Herr. Gehen Sie zu einer Schießerei, mein Herr.